Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es weiter gegen den FC Arsenal. Ja, wir sind momentan immer auf Tabellenplatz 1 mit 6 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger, weil wir bisher ja alles gewonnen haben. Genauso muss das auch sein. Und das soll heute nicht unbedingt anders weitergehen. Ich weiß nur noch nicht, mit welcher Startelf ich spiele, weil Arsenal ist natürlich ein starker Gegner. Oxlade-Chamberlain kommt mal auf die Bank mit, und zwar für De Jong. Ich glaube, das ist ein Fehler, aber ich mache es einfach mal, weil ich ein riskanter Boy bin. Mendieta geht mal raus, dafür kommt Ibra rein. Altobelli könnte eigentlich mal rein für Sippel. Wie alt ist der eigentlich? Der ist 16, was? Der ist 16, der ist 18, ne? Ja, ja, passt schon. Nastasic, ne, der spielt in der Champions League. Und ja, dann passt das eigentlich. Dann gehen wir so in die Partie. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich. Arsenal zu Gast beim ungeschlagenen Tabellenführer aus Newcastle in St. James's Park, und die Gunners wollten hier Punkte mitnehmen bei den Magpies. Beide Mannschaften gut in die Saison gestartet, allerdings Arsenal nicht so wie erwartet auf Tabellenplatz 1, nein, eher so in Region 8. Das war nicht ganz ideal, aber mit einem Sieg konnte man auf jeden Fall vorrutschen bis auf Tabellenplatz Nummer 2 und dementsprechend wäre man direkte Konkurrent von Newcastle. Die wollten aber hier ihre Tabellenposition Nummer 1 festigen, zu Hause bei, ja, gutem Wetter und vielen Fans, die im Stadion waren. Das Stadion war wie immer eigentlich seit Amtsära bzw. Amtsantritt von MGT ausverkauft. Die Gunners, die mitgereist waren, ja, die waren auch zahlreich am Start und ihre Mannschaft war auch auf dem Platz und die sah im Vergleich zu Newcastle doch sogar noch etwas besser aus. Wir schauen uns erstmal die Aufstellung der Magpies an. Begovic, Gianmarzane, Laporte, Kurzawa, Geis, Altobelli auf der 6 mit dem deutschen Kabeja, Ben Arfa, Reinholz und Ibrahimovic in der Startelf. Ja, richtig, Reinholz anstelle von Ben Yedda stand im Sturm neben Ibrahimovic. Der junge Deutsche sollte seine Chance bekommen gegen das ja auch ehemals deutsch geprägte Arsenal aus London. Auf der anderen Seite im Tor natürlich Chesney, Zabaleta, Mertesacker, Koscielny und Gibbs in der Verteidigung. Flamini auf der 6, Pogba, Ramsey und Sanchez davor zusammen mit Emenike und Santi Cazorla auf dem linken Flügel. Der Spiel stand ein bisschen im Fokus, denn er hatte mit Wechselgerüchten um sich gestreut, wenn er nicht mehr Spielpraxis bekommen sollte. Der Routinier und Stratege im Mittelfeld wollte definitiv mehr Einsatzzeit haben von Coach Arsene Wenger, sonst sollte das Ganze hier das Ende seiner Arsenal-Ära sein. Auf der anderen Seite gab es beispielsweise Ben Arfa, bei dem es ähnlich aussah. Zabaleta konzentrierte sich nur aufs Spiel und dementsprechend auch die erste Situation der Partie. Daran war er maßgeblich beteiligt. Hier Zabaleta und der versucht es direkt mal nach knapp 4 Minuten mit der Flanke in die Mitte. Der Kopfball von Alexis Sanchez an den Pfosten. Erste gute Chance in der Partie. Und auf der anderen Seite kam Newcastle nicht wirklich durch die Verteidigung von Arsenal. Hier versucht mal Reinholz, scheitert aber an Koscielny. Sie standen sehr dicht da hinten drin, die machten das extrem gut. Und auf der anderen Seite gab es deutlich mehr Lücken und deutlich mehr Chancen. Cazorla mit der Flanke, Emenike mit dem Kopfball, aber auch er setzt ihn am Tor vorbei. Die ersten beiden richtig guten Chancen hatte auf jeden Fall Arsenal in dieser Partie nach knapp 13 gespielten Minuten. Es hätte 1:0 stehen können, allerdings nutzten sie ihre Chancen nicht. Hier wieder Cazorla, setzt sich klasse durch, spielt den Ball auf Pogba, nochmal auf Cazorla. Und der sieht im Rückraum, da steht ja Aaron Ramsey, der Waliser. Zieht mal ab, aber Begovic ist da und der Bosnier hält hier das 0:0 für Newcastle fest. Es war schmeichelhaft, denn Arsenal war die bessere Mannschaft und kam kurz vor der Halbzeit nochmal zu der nächsten Chance. Kieran Gibbs auf Flamini, der raus auf Alexis Sanchez, der Chinele hat eine Idee, spielt auf Pogba. Emenike ist frei und wieder Begovic mit einem klasse Reflex, wäre aber sowieso abseits gewesen. Darüber regt sich Emenike furchtbar auf und will es direkt in der nächsten Szene dann besser machen und er kriegt sogar kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance in der Nachspielzeit. Hier wieder Gibbs auf Außen, leitet wieder den Ball weiter auf Ramsey, der auf Mathieu Flamini, und der hat mal wieder eine richtig gute Idee, spielt den Ball durch auf Pogba, der auf Emenike, Emenike frei vorm Tor und macht das 1:0. Sané kann es mit dem Reinrutschen nicht mehr verhindern. Der Führungstreffer für die Gunners in der 45. Minute durch Emmanuel Emenike. Wunderbares Tor des Nigerianers, da kann Ibrahimovic nur staunen, denn auf der anderen Seite kamen sie überhaupt nicht durch gegen die starke Abwehr von Arsenal und der Pass von Pogba war einfach ideal. Emenike könnte querlegen auf Alexis, macht es alleine, war auch kein Fehler, und direkt danach, naja, nach seinem ersten Tor in der Barclays Premier League war quasi Halbzeit. 9. Spiel schon für Emmanuel Emenike in dieser Saison im internationalen Wettbewerb mit einbezogen. Und das erste Tor ausgerechnet gegen den Tabellenführer aus Newcastle, der ja noch ungeschlagen war. Und wenn sie das bleiben wollten, mussten sie in der zweiten Halbzeit deutlich steigern, denn die Gunners-Fans, die waren hier nicht zu Unrecht zufrieden. Ihre Mannschaft extrem stark defensiv, offensiv mit guten Akzenten. Begovic war der beste Mann bisher bei Newcastle. Pogba der vielleicht beste bei Arsenal. Und in der zweiten Halbzeit musste einiges besser werden in der Offensive bei den Magpies. Und die versuchten es auch direkt, kamen besser aus der Kabine als im gesamten ersten Durchgang. Denn
Dennis gab den ersten Torschuss. Johannes Geis mit dem Ball auf Reinholz. Der scheitert. Cabella scheitert mit dem Schuss. Aber Reinholz ist nochmal da. Chesney kann diesen schwach geschossenen Ball des Deutschen allerdings ohne Probleme halten. Es ging trotzdem weiter mit guten Aktionen mit der Flanke hier in die Mitte. Ibrahimovic unterschätzt diesen Ball. Hätte nicht gedacht, dass er zu ihm durchkommt. Ist zu überrascht, um ihn gefährlich aufs Tor zu bringen. Auf der anderen Seite Emenike macht's besser. Glücklich auf Pogba nochmal. Emenike, der Schuss aber aus dem Stand ein bisschen zu ungefährlich. Trotzdem bessere Aktion auf dieser Seite. Und es dauerte lange, bis in die Partie, bis man hier mal ansatzweise zu einer Chance kam. Man sieht's hier, Altobelli, sie kam nicht durch. Bei Flanken war der aufmerksame Chesney da und die gut aufgelegte Verteidigung machte das Leben schwer für die Magpies. Dann kam die Schlussphase und ein Eckball wird abgewehrt und zum Konter eingeleitet von Mbaye Niang. Setzt sich hier durch gegen Pablo Zabaleta, der Ball auf Ibrahimovic gegen Mertesacker. Ist schneller als der Deutsche, geht in den 16er, der Schuss und da war doch was. Elfmeter in der 87. Spielminute für Newcastle United. Koscielny war Ibrahimovic ohne Sinn hinten in die Beine gerutscht. Der Ball wäre wohl so oder so am Tor vorbeigegangen. Allerdings irritierte damit den Schweden und rutscht ihm natürlich von hinten in die Beine. Dementsprechend ist dieser Elfmeter vollkommen gerechtfertigt. Man sieht es hier nochmal. Ja, so darf man in der 87. Minute beim Stand von 1:0 definitiv nicht von hinten reinrutschen. Ibrahimovic, ja, sah das Ganze als Chefsache, übernahm die ganze Aktion hier selber gegen Wojciech Szczęsny. Eventuell sein nächster Saisontreffer gegen den Polen. Machte den Newcastle-Variante. Er macht sie 1:1. 89. Minute. Der Schwede mit seinem nächsten Treffer und dem Ausgleich. Wichtig für Newcastle, dass sie hier den Punkt zumindest schon mal festhatten und sie wollten mehr. Sie wollten jetzt, nachdem sie es 1:1 gemacht hatten und die ganze Zeit extrem ungefährlich waren, tatsächlich noch mehr. Es kam allerdings weiterhin zu nichts mehr. Es blieb beim 1:1 im St. James' Park. Arsenal verspielt in der letzten Minute einen Punkt gegen den Tabellenführer und Newcastle kann sich glücklich schätzen, dass Koscielny ihnen hier den Elfmeter schenkte und sie so ungeschlagen bleiben und weiterhin an der Tabellenspitze residieren. Das war im Endeffekt ein glücklicher Punkt, aber das ist der erste Nicht-Sieg der Saison. Ey, Mann! Aber trotzdem noch vollkommen in Ordnung, denn Arsenal hat wirklich richtig, richtig heftig Druck gemacht und ich hatte da fast kein Mittel gegen die ganze Zeit. Also bin ich relativ glücklich, dass es so gekommen ist. Okay, Batz ist anscheinend nicht so sehr geglitscht. Ey, der hat 79 Defense. Naja, egal. So, wir machen weiter, gehen zum nächsten Spieltag und das ist in der Champions League gegen Atletico Madrid. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil Atletico ja ein sehr, sehr starkes Team im Karrieremodus ist, hat viele gute Spieler, wie beispielsweise Griezmann, die sich gut entwickeln auch noch. Ob der dann noch spielt, ist die Frage, aber vielleicht und dann, ja, vielleicht auch. So, Cartabia, habe ich noch nie gehört. Oh, sieht doch an sich erstmal nicht schlecht aus. Vertrag läuft aus. Boya Viguera ist mir zu... Oh, ist geglitscht. Cañas, nee, Gorka Iraisos ist 35 Jahre alt. Dass der noch spielt, ist ein Witz, ich wollte gerade sagen, also auf... Ja, gut, Aufstellung für das Spiel ist natürlich jetzt die Frage. Reinholz geht wieder raus, der hat mir zwar gut gefallen, aber der ist einfach vorne noch zu unerfahren, noch nicht effektiv genug, also da muss noch dran gearbeitet werden, aber der Junge wird schon noch werden, denke ich mal. De Jong kommt auch rein, Oxlade-Chamberlain geht wieder von der Bank runter, Stindl kommt für Altobelli rein, Sippel für Geist, das habe ich klug gemacht, weil jetzt habe ich eine super Doppel-6, wenn ich ihn jetzt wiederfinde. Den ich gerade ausgewechselt habe, da ist er. So, Kurzawa bleibt drin, Laporte bleibt drin, Laporte bleibt drin. Nastasic kommt rein, Ibra bleibt natürlich auch drin. Und mit der Aufstellung gehen wir dann ins Spiel gegen Atletico Madrid. Ich wünsche mir einen Sieg, mal sehen, wie es laufen wird. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß und bis gleich. Das erste sieglose Spiel in der Premier League lag hinter Newcastle. Leute, im Estadio Vicente Calderon wollte man in der Champions League weiter ackern und zwar gegen Atletico Madrid, der spanische ehemalige Meister, mittlerweile nur Tabellenplatz 3 in der Primera Division, stand auf Platz 1 in der Champions League, Newcastle auf Platz 2, dahinter der Hamburger SV und Braga bisher mit 0 Punkten aus 2 Spielen. Ja, die Spanier waren richtig gut aufgelegt, wunderbare Choreografie vor dem Anpfiff und naja, auch die Magpies waren mit einigen Fans hier angereist, allerdings war Atletico momentan extrem gut aufgelegt in der Liga, sehr, sehr stark auf Tabellenplatz 2 residierend und dementsprechend sollte das eine schwere Angelegenheit werden für die Männer aus dem Nordosten Englands. Begovic, Laporte sehen wir da schon in der Startelf stehen, der neue Kapitän und der Torwart momentan eventuell die besten Leistungsträger bei den Engländern und Atletico trat hier an mit Oblak, Juan Fran, Miranda, Godin, Siqueira und dann im Mittelfeld mit Garcia, Gabi, Hamsik und Turan. Links dann, ja, Mandzukic im Sturm, rechts Cerci. Das war eine gute Aufstellung, ein extrem sturmgefährliches Duo,
da in der Spitze drin. Und mal sehen, wie das Ganze bei Newcastle heute aussehen sollte. Reinholz nicht in der Startelf. Ibrahimovic neben Ben Yedder heute mal wieder. Dahinter dann im Tor natürlich Begovic, in der Verteidigung Laporte und Nastasic. Sippel auf der Rechtsverteidigerposition. Kurzawa, Stindl, Janmaat auf der Sechserposition. Hatten mal ein bisschen was ausprobiert. Niang, De Jong im zentraloffensiven Mittelfeld in die Sturmspitze haben wir gerade schon angesprochen. Miranda sollte also einiges zu tun bekommen, aber auch Begovic natürlich nicht beschäftigungslos bei diesen Klasse 2 Stürmern auf Seiten von Atletico Madrid. Ibra wollte treffen und die erste Aktion ging aufs Konto natürlich von Atletico. Die spielten hier natürlich mit Rückenwind vor heimischem Publikum. Juan Fran versucht hier mit der Flanke auf den zweiten Pfostenmann. Zukić gegen die Latte und da ist Gabi. Den muss er machen, den macht er nicht. Gut verhindert da von Janmaat, der ihn da irritiert. Der Spanier also nicht mit dem 1-0. Es war ein offener Schlagabtausch zwischen diesen beiden Teams. Die spielten beide mit offenem Visier. Ben Yedder versucht hier mit dem Schuss, aber Oblak, der Slowene im Kasten, kann richtig, richtig gut halten. Es bleibt dementsprechend weiterhin beim 0-0. Gibt allerdings einen Eckball, während wir uns hier nochmal die Klassetat von Oblak anschauen können. Der war definitiv nicht einfach zu halten, wäre wohl genau unter der Latte eingeschlagen. Und das Ganze kann man auch von der nächsten Situation sagen. Stindl mit der Ecke in die Mitte, da ist Laporte und der köpft am Tor vorbei. Weiterhin nicht sein erstes Tor im Dress von Newcastle. Der Franzose wartet weiter und auf der anderen Seite wartete man ebenfalls auf die nächste Lücke, die sich bot, um das Tor zu erzielen. Cherchi fand sie, dann versucht sie hier durchzusetzen, macht es mit dem schwachen Rechten und Begovic ist da, kann diesen Ball abwehren, es bleibt beim 0-0. Auf der anderen Seite gab es dann die nächste Chance, nach einer knappen halben Stunde der Ball wunderbar durchgesteckt auf den gestarteten Niang, der ist schneller als Garcia im 16er, ist nicht irritiert, schießt den Ball aber am Tor vorbei von Jan Oblak. Es bleibt bei 0-0 und in der 45. Minute, es dauerte ein bisschen bis zur nächsten Chance, gab es dann nochmal die große Chance für Mandzukic. Der Kroate scheitert aber auf dem kurzen Eck an Asmir Begovic im Tor von Newcastle. Ja, es war eine sehr interessante Partie und in der zweiten Halbzeit sollte es interessant weitergehen. Der Ball hier von Ibrahimovic gespielt auf De Jong, der Auftakt also für Newcastle und dann blieb Ibrahimovic im 16er liegen. Auch Ben Yedder fällt da nochmal hin. Nein, es war Janmaat, der da nochmal hingefallen ist und es war ganz, ganz bitter, denn wir sehen es hier in dieser Szene. Immer noch sitzt Ibrahimovic oben an der Seitenauslinie. Der Schuss von Ben Yedder wird abgefälscht und da musste Ibrahimovic ausgewechselt werden. Verdacht auf eine schwere Verletzung könnte länger fehlen. Für ihn, ja, kam dann im Endeffekt Cabella und Niang rückte in die Sturmspitze und auf die Pelle rückte Mandzukic. Der Verteidigung von Newcastle United war wunderbarer Kopfball, allerdings abgewehrt von Begovic und dann kam die Riesenchance, abgefälschte Flanke, Griezmann irritiert Begovic und Mandzukic ist da. 1-0, 80. Minute, der Kroate trifft endlich gegen die Engländer. Es hatte sich tatsächlich angedeutet nach der Auswechslung von Ibrahimovic, offensiv viel zu wenig Potenzial bis zu diesem Zeitpunkt und da Griezmann, da Begovic irritiert mit seinem Seitfallzieher, mit seinem Rumgehampel, der übrigens nicht im Abseitsstand, kann man Mandzukic einnetzen ohne größere Probleme mit wuchtigem Schuss in die kurze Ecke zum 1-0. Klasse Aktion auf jeden Fall vom Kroaten und vom Franzosen im Zusammenspiel, aber auf der anderen Seite wollte auch Newcastle natürlich Punkte mitnehmen. Flanke, Kopfball, Tor. So einfach kann es dann im Endeffekt sein nach dem Wechsel von Turan. Kurzzeitig die Atletico-Abwehr ungeordnet. Die direkte Flanke nach dem Einwurf von Cabella und ja, der Kopfball von De Jong sitzt dann einfach im Kasten. Keine Chance für Oblak, diesen zu halten. Und naja, jetzt wollte Newcastle, genau wie gegen Arsenal, nach dem Ausgleichstreffer tatsächlich noch mehr. Die letzte Chance der Partie. Janmaat mit dem Ball nach vorne. Da ist Niang, klasse Ballmitnahme. Aber im glücklichsten Fall für Atletico kann er tatsächlich Juan Fran den Ball noch klären. Und es blieb beim 1-1 im Endeffekt. Das war die letzte Aktion der Partie. Unentschieden, was beiden weiterhilft. Beide jetzt mit 5 beziehungsweise sogar schon mit 7 Punkten auf dem Konto. Gute Partie von beiden Mannschaften. Im Endeffekt eine gerechte Punkteteilung. Allerdings Newcastle jetzt mit 2 Spielen in Folge, die sie nicht gewinnen konnten. So kann es definitiv nicht länger weitergehen beim Tabellenführer der Premier League. Ich würde sagen, das war eine sehr, sehr schöne Partie. Ich bin nur sehr gespannt, wie lange Ibrahimovic ausfallen wird. Ich hoffe nicht zu lange, weil das sah eigentlich nicht so schlimm aus, aber man kann bei FIFA ja nie wissen, was es im Endeffekt wird. Schnell nachgucken. Verstauchter Knöchel. Dieses Spiel ist so sinnlos, ne? Ganz ehrlich. Ja gut, das heißt, wir haben für 4 Wochen jetzt keinen Ibrahimovic, weil er sich den Knöchel verstaucht hat. Als er sich den Kopf gestoßen hat. Ja. Gut, die Chance für Niang, sich in der Sturmspitze zu beweisen, würde ich mal sagen, ne? Also kann man nichts gegen sagen. Coman kommt dafür noch in die Aufstellung mit rein, beziehungsweise in den Kader mit rein. Da bin ich mal wieder gespannt. Reinholz wird natürlich auch seine Chancen bekommen, keine Sorge, aber das werden wir alles in der nächsten Episode erstmal sehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, wenn euch die Episode gefallen hat. Lasst doch einen Daumen nach oben, da ist eine große Unterstützung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Wunder... Was? Warum hat Sippel... Ach du Scheiße, ich habe falsch rumgespielt. Nicht gut, nicht gut. Müssen wir gleich wieder aufbauen. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.